Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ich in meinem neuen Van das Wassersystem anschließe. Das wird ein sehr überschaubares Wassersystem, sehr, sehr einfach aufgebaut und sollte auch in 2 Stunden ungefähr, schätze ich, erledigt sein. Ich versuche mich kurz zu fassen. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Und zeige euch einfach Schritt für Schritt die wichtigsten Schritte und in welcher Reihenfolge ich vorgehe. Das wird ein Wassersystem mit nur Kaltwasseranschluss, ohne Warmwasser. Man könnte es aber auch recht einfach um einen Warmwasseranschluss ergänzen. Und ich werde auch einen Wasserfilter verbauen. Das ist fast noch das Spannendste an dem heutigen Video, sage ich mal. Weil bisher habe ich noch nie einen Wasserfilter verbaut, aber jetzt haben wir doch gesagt, wir wollen safe das Wasser trinken können, egal wo wir sind. Und dafür haben wir ein sehr, sehr cooles Set von Alpfilter. Da gibt es auch einen Rabattcode für euch, aber dazu kommen wir dann auch später. Jetzt geht es erstmal los mit der Befestigung des Wassertanks, den ich hier gerade stehen habe. Der wird hier unter dem Bett ganz links reinkommen, links wirklich am Radkasten dran. Vorne habe ich schon so einen Metallwinkel angeschraubt, den ich hier auch noch ein zweites Mal habe. Den zweiten mache ich dann seitlich hier hin. Das heißt, ich kann jetzt den Wassertank reinstellen, schraube das hier an und zusätzlich werde ich dann auch noch mit einem Spanngurt, den ich hier drin habe, und 2 Metallklammern, die man am Boden auch anschrauben kann, auch noch oben drüber den Wassertank fixieren. Ich denke, dann sollte er sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Der zweite Schritt ist, wir brauchen eine Wasserentnahme im Tank und eine Entlüftung, weil immer wenn man Wasser entnimmt aus dem Tank, muss auch irgendwie die Luft wieder rein, sonst bildet sich ein Unterdruck und der Tank wird sich zusammenziehen. Deswegen auch eine Entlüftung. Die Wasserentnahme soll möglichst mittig im Tank sein, damit es ausgeglichen wird, wenn man nicht eben steht, dass halt quasi, ja, man trotzdem mit dem Schlauch, der dann zum Boden führt, relativ mittig ist und so auch bei Schräglage, wenn fast nichts mehr im Tank ist, noch Wasser aus dem Tank rausbekommt, wobei es dann auch schon egal ist, weil es dann ja fast leer ist. Für die Wasserentnahme und die Entlüftung brauche ich einen 2 mm Bohrer. Da habe ich so einen 2 mm Lochbohrer. Gesundheit. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den dabei habe gerade. Wenn nicht, geht es schon wieder los, dass nicht alles nach Plan läuft, aber dann holen wir schnell den Bohrer. Und dann kann es weitergehen. Ich habe den Bohrer tatsächlich nicht dabei. Das heißt, ich würde sagen, wir vertagen diesen Punkt auf darauf, wenn es dann daran geht, auch die Schläuche zu verlegen. Dann mache ich jetzt erstmal mit der Pumpe weiter. Die Pumpe ist eine Druckwasserpumpe. Es wird unterschieden zwischen Tauchpumpen, die sind im Tank drin, und Druckwasserpumpen, die sind außerhalb vom Tank, werden mit einem Schlauch angeschlossen, eben an unsere Wasserentnahme, und ziehen quasi dann das Wasser aus dem Tank raus. Diese Pumpe, die ich habe, hat einen Druck von 2,1 Bar. 11,3 Liter maximal pro Minute, sollte für nur unseren Wasserhahn auf jeden Fall gut reichen. Und ja, wird an 12 Volt angeschlossen, braucht maximal 5 Ampere Strom. Kabel sind hier auch dran, die werden dann einfach verlängert und an den Strom angeschlossen. Genau, und dann gibt es hier eben diese 2 gelben Kappen, das sind die Anschlüsse für unseren Wasserschlauch. Darunter befindet sich jeweils ein Gewinde. Hier sind auch Pfeile vorne drauf, wie die Wasserdurchflussrichtung ist. Die ist von hier nach da und auf der Seite, auf der das Wasser reinkommt, gibt es zusätzlich noch einen Vorfilter, den man da drauf schrauben kann, den ich auch hier habe. Der sieht so aus und den kann man dann auch nachträglich mal leeren. Der ist dafür da, dass einfach Dreck, der im Tank landet, nicht von der Pumpe angesaugt wird. Der wird jetzt ganz einfach hier drauf geschraubt. Das ist so konzipiert, dass die Gewinde dann auch direkt von selbst dicht werden. Also kann man einfach direkt hier so drauf drehen, ein bisschen anziehen am Ende, aber nur ein bisschen, ja. Und dann sollte das dicht sein. Die Kappe können wir auch schon mal runter machen. Und dann kommen diese 2 hier zum Einsatz. Die werden mit der Pumpe mitgeliefert. Das sind einfach Anschlusstüllen für die Pumpe. Da muss man sich jetzt erstmal überlegen, wie man die Pumpe montiert. In meinem Fall ist es so, dass ich die so aufrecht hier an diesem Kasten um unseren Radkasten herum anschrauben werde. Und zwar ungefähr da. Und deswegen werde ich jetzt diese 90 Grad Anschlusstülle nehmen und die hier unten dran schrauben, so dass der Anschluss relativ nach hinten im Auto zeigt, also zu mir hin quasi. Auch da einfach draufschrauben und dann ist das Ganze dicht. Im Idealfall. Da brauche ich jetzt kurz die zweite Hand. Ja, das sollte schon reichen, man muss es auch nicht übertreiben. Und dann habe ich noch dieses gerade Tüllenstück, das kommt bei mir jetzt einfach oben drauf. Da ist es jetzt natürlich egal, da gibt es keine Ausrichtung, wohin das zeigen könnte. Zeigt einfach nach oben. Auch das einfach drauf drehen. Okay. Ja, und dann wird die Pumpe noch, wie gesagt, hier angeschraubt. Und dann ist sie auch schon ready für die Verkabelung, beziehungsweise auch für den Anschluss der Wasserschläuche. Also auf jeden Fall zuerst die Wasserschläuche anschließen und dann die Stromkabel verkabeln. Optimal wäre es, wenn man die Pumpe so auf dem Boden verschraubt, damit dann am wenigsten Schwingungen an irgendwelche Möbel übertragen werden oder so, weil dann ist sie im Betrieb halt lauter. Wir haben jetzt aber gesagt, hier ist einfach ein optimaler Platz. Hier kriegen wir sie am Boden nicht in die Ecke rein.
aber eben hier an den Kasten schon. Und dann ist sie schon aufgeräumt und der ganze Stauraum hier rechts bleibt frei. Deswegen machen wir es so. Gegen diese Schwingungen sind hier unten dran auch so Gummifüße, durch die durch dann die Schrauben kommen. Die sollen auch die Vibrationen dämpfen. Wir werden uns dann einfach mal selbst ein Bild davon machen, ob uns das so zu laut ist. Die pumpt ja sowieso nur im Betrieb, deswegen denke ich, dass es schon in Ordnung ist. Nächstes Problem, das mir gerade aufgefallen ist. Ich habe die Pumpe mit 10 mm Schlauchanschlüssen. Die gibt es mit 10 und mit 12 mm. Ich habe die 10 mm Version. Mein Wasserschlauch ist aber 13 mm, das ist der hier. Der passt auf die 12 mm Anschlüsse, aber bei 10 ist das Ganze doch mit zu viel Spiel. Deswegen habe ich jetzt gerade die zwei hier mit 12 mm bestellt und werde den Wasserschlauch dann erst übermorgen wahrscheinlich, wenn die Teile ankommen, anschließen können. Ansonsten, Pumpe hängt hier hinten. Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar ist das der Filter. Zumindest mal der erste Filter, denn ich habe zwei Filter und das Ganze ist wie gesagt ein Set. Das ist das sogenannte Pro-Camper-Set, das sich speziell an Camper richtet. Vor allem welche mit größeren Wassertanks. Eigentlich sogar erst ab 120 Liter, glaube ich, steht auf der Website. Aber wir haben jetzt hier einen 80-Liter-Tank, wollten das aber trotzdem auch so machen. Der Vorteil ist nämlich, dass bei diesem Filtersystem einmal das Wasser gegen gröbere Verunreinigungen, sage ich mal, aber auch Chlor und alles Mögliche, könnt ihr euch gerne mal auf der Website durchlesen. Also da wird sehr, sehr vieles auf jeden Fall schon gefiltert beim Befüllen des Tanks. Und der zweite Filter ist dann dafür da, dass auch noch Keime, die sich im Tank erst bilden, auch noch gefiltert werden. Und der kommt deswegen zwischen den Wassertank und den Wasserhahn oder halt die Dusche oder was auch immer. Und deswegen werde ich diesen Filter jetzt einbauen. Der wird hier platziert, seitlich an dem Kasten dran, weil hier oben drauf soll später noch eine Platte kommen, damit man oben drüber den ganzen Stauraum, die komplette Breite hier nutzen kann. Ja, deswegen dürfte hier doch eine ganz gute Position sein. Dann kommen wir hier oben aus der Pumpe wieder raus und machen dann hier direkt so eine Kurve in den Filter rein und von dort geht es dann nach vorne Richtung Wasserhahn. Ja, und das hier ist meine Kiste von Alpfilter. Da seht ihr schon einige Sachen. Zu dem hier kommen wir später. Dann haben wir hier zweimal dieses Kartuschengehäuse. Da kann ich jetzt auch eins beiseite legen. Dazu diesen Filter hier. Das ist eben so ein Aktivkohlefilter. Auch der kommt erstmal beiseite. Den brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Filter. Und das ist eben dieser Nanofilter, der dann die Keime aus dem Wasser filtert. Den brauchen wir jetzt. Die zweite Kartusche brauchen wir. Ich lasse jetzt mal die Sachen, die wir jetzt brauchen, hier drin. Das hier brauchen wir jetzt noch nicht. Dazu kommen wir auch später. Und dann haben wir hier noch alles Mögliche an Anschlussmaterial. Da werden wir jetzt ein bisschen was von brauchen. Um genau zu sein, brauchen wir sogar alles, was in dieser Tüte hier drin ist, merke ich gerade. Das sind nämlich zweimal diese Anschlüsse, die hier reingeschraubt werden. Dann diese zwei Kupplungen, an die auch der Wasserschlauch drankommt und auch zwei Schellen, mit denen der Wasserschlauch befestigt wird. Ja, also die ganze Tüte brauchen wir. Oh, und das hier brauchen wir auch noch. Das ist die Befestigung für den Filter, damit ich den hier seitlich anbringen kann. Die passt jetzt auch gar nicht mal so optimal, weil sie hier ein Stück nach oben steht. Ich denke, ich werde da oben ein bisschen was wegschneiden und dann ein neues Loch reinbohren und dann kann ich es ein bisschen weiter unten anschrauben, sodass später hier unsere Platte drauf kann. Das hier ist dieses Filtergehäuse, da ist das Logo drauf und hier oben ist eine kleine Kennzeichnung für innen. Das ist also die Seite, wo das Wasser reinkommt und hier unten kommt sie dann raus. Um die Filterkartusche jetzt einzusetzen, müssen wir das untere hier aufschrauben. Dann nehmen wir die Filterkartusche und setzen die einfach hier in das Loch rein. Da sind zwei Gummidichtungen drin, da nochmal drauf achten, dass die auch drin sind. Und dann einfach so ein bisschen mit einer Drehbewegung das Ganze da reinschieben. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Dann können wir den Deckel hier wieder draufschrauben. Jetzt brauchen wir unser Zubehörtütchen. Was uns zuerst interessiert, ist dieses kleine Tütchen hier, weil da sind jetzt die zwei Adapterstücke drinnen, die direkt am Filtergehäuse angeschraubt werden. Da kann man jetzt auch nichts falsch machen, weil einmal ist hier ein Außengewinde, einmal ein Innengewinde. Also einfach so draufschrauben. Dichtungsgummi wieder prüfen, dass der hier drin ist. Auf der Seite jetzt ist der Dichtungsgummi im Gehäuse drin. Auf der anderen Seite wird er dann an dem Adapterstück sein, das ich draufschraube. Okay, ich glaube, die darf man hier schon noch mit Werkzeug festziehen. Das mache ich dann gleich noch. Das hier ist jetzt das andere Adapterstück, das auf die andere Seite draufkommt. Hier eben mit Innengewinde an dem Adapter. Da drin ist ein Dichtungsgummi. Und den können wir jetzt einfach wieder hier draufschrauben. Jetzt muss ich das Ganze mit Werkzeug noch festziehen und dann kommen ganz einfach diese Kupplungen drauf. Da kann man auch generell nichts verkehrt machen, weil jetzt ja auf beiden Seiten der gleiche Anschluss ist. Und diese Kupplungen sind wie so ein Gartenschlauch, also man zieht das so ein Stück zurück und dann steckt man es einfach drauf.
Vom Prinzip her ist es auf jeden Fall dann einsatzbereit und dann ist natürlich noch darauf zu achten, dass man das Ganze richtig rum einbaut. Wie gesagt, hier steht in, das heißt, ich werde es jetzt so einbauen, weil wir kommen ja von hier mit dem Wasser rein und dann geht es eben in die Richtung weiter zum Wasserhahn. Bin gespannt, ob das jetzt so dicht ist. Ach ja, hier dran ist übrigens eine Stufentülle, das bedeutet, hier wird mein 13 mm Schlauch auf jeden Fall passen. Genau, den kriege ich hier sogar komplett drauf gesteckt und dann wird das eben noch mit der mitgelieferten Schelle hier festgezogen und dann ist der Schlauch auch schon damit verbunden. Ach, wisst ihr was, auf der Outseite von dem Filter, wo das Wasser rauskommt, lasse ich den Schlauch jetzt einfach sogar direkt drauf. Ich werde da jetzt die Schelle drauf fädeln und einmal komplett hier bis zum Anschlag dran ziehen, die noch da anziehen und dann kann ich den Schlauch sowieso gleich nach vorne führen zu unserem Wasserhahn und dann zeige ich euch, wie das Ganze dort angeschlossen wird. So, hier vorne muss ich jetzt den Schlauch auf die passende Länge kürzen. Das werde ich einfach ungefähr dahin halten. Da unten hängt mein Anschluss vom Wasserhahn, und zwar der Kaltwasseranschluss. Nur diesen werde ich nutzen. Den Warmwasseranschluss werde ich zumachen. Dazu kommen wir dann gleich. Bei dem Kaltwasseranschluss kommt jetzt gleich dieser Adapter hier zum Einsatz. Ist auch nur ein Adapter, den ich da benötige. Den schraube ich einfach unten in den Schlauch rein. Und dann wird der Schlauch hier drauf gesteckt und mit einer Schelle befestigt. Und das war's auch schon. Ich mache das mal kurz und dann zeige ich euch das Ergebnis. Eigentlich wirklich total einfach, da gibt's gar nicht viel zu sagen. Hier, wie gesagt, einfach nur dieses eine Adapterstück, Messingfarben zu sehen, wird oben reingeschraubt in den Schlauch des Wasserhahns. In diesem Schlauch ist ein Dichtungsgummi und dann wird unten der Schlauch mit der Schelle fixiert. So, und jetzt ein bisschen ungewöhnliche Perspektive. Hier vorne kommt der Warmwasserschlauch nämlich runter. Und den seht ihr jetzt hoffentlich ein kleines bisschen, ja. Da ist der gleiche Anschluss wie beim Kaltwasseranschluss. Und da kommt jetzt einfach dieser Stöpsel hier drauf. Das ist ein 3/8 Zoll Gewinde, Außengewinde und dann einfach so ein Stopfen quasi, der das zumacht. All diese Teile findet ihr übrigens wie gewohnt in meinem Amazon-Shop. Und den werde ich jetzt ganz einfach hier draufschrauben. So, jetzt sieht man es nochmal ein bisschen besser. Von da oben, das sind die Anschlüsse des Wasserhahns. Da kommen die Schläuche raus, wie ihr schon gesehen habt, jetzt quasi hinter diesem Rohr der Kaltwasserschlauch. Und hier haben wir eben den Warmwasserschlauch. Da habe ich jetzt den Stopfen auf der Seite hier mit einem 19er Ringschlüssel und hier einfach mit einer Zange nochmal ordentlich festgezogen, dass der auch dicht ist. Genau, und die anderen Anschlüsse, das ist dann nur noch der Kaltwasseranschluss. Und hier geht einfach nur so ein gemischter Schlauch quasi runter. Und das ist diese flexible Leitung, die das Ausziehen des Wasserhahns möglich macht. Da hängt dann unten das Gewicht dran in diesem Rohr. Das hatte ich in meinem Video zum Bau der Küche gezeigt. Und dieses Rohr ist einfach nur dafür da, dass das Gewicht nicht rumbaumelt. Genau, und Wasseranschlüsse sind eben nur diese beiden, Kalt- und Warmwasser. Das sollte jetzt also so schon passen. An der Stelle noch eine kurze Erklärung aus dem Schnitt, wofür der dritte Schlauch hier ist. Dieser dritte Schlauch wird einfach innerhalb des großen Rohres, das man hier auf dem Bild auch sehen kann, mit dem schwarzen Schlauch verbunden. Und dieser schwarze Schlauch führt dann eben zur Brause des Wasserhahns und ermöglicht auch, dass das Ganze ausziehbar ist. So, vorne ist jetzt eigentlich schon alles einsatzbereit, bis aufs Abwasser. Und hier fehlt nur noch von da der Schlauch zur Pumpe. Von der Pumpe der Schlauch zur Wasserentnahme, von der Wasserentnahme ein Schlauch bis zum Boden des Tanks und die Entlüftung. Also überschaubar, kann ich aber dann erst in 2 Tagen fertig machen. Jetzt sprechen wir aber mal noch über den zweiten Teil der Filteranlage. Ich habe es euch ja vorher schon gezeigt, ist grundsätzlich das gleiche, also es ist das gleiche Gehäuse. Der Filter ist eben ein anderer, das ist der Aktivkohlefilter. Was der genau alles filtert, liste ich euch hier mal auf. Und wie gesagt, der andere ist eben dann für die Nanokeime, die sich halt im Tank bei längerer Standzeit des Wassers bilden können. Der Filter wird genau gleich eingesetzt und auch sonst sind die Adapterstücke dieselben. Nur hier gibt es noch die Besonderheit, dass wir hier die Möglichkeit haben, also die haben wir auch bei dem anderen theoretisch, die hat man bei jedem dieser Filter, einen Vorfilter noch anzuschrauben. Der kommt dann nicht auf die untere Seite, also auf die Auslassseite, sondern der kommt auf die Einlassseite, also einfach wenn das Logo richtig rum ist, die Oberseite, die wird aufgeschraubt und dann setzt man dort noch diesen schwarzen Filter ein. Der wird dann auch einfach reingeschraubt, oben drauf wieder den Deckel drauf und dann hat man einen Vorfilter. Da drin ist hier so ein weißes Filter, eine Filterplatte nenne ich sie jetzt mal. Das ist eben einfach wirklich für grobere
Verunreinigungen, Dreck, Sand, Staub, Körner, was weiß ich, die werden damit schon mal rausgefiltert. Und dieser Vorfilter ist immer, je nachdem, was man halt für eine Kombination an Filtern hat, weil Alpfilter hat da verschiedene Möglichkeiten, der ist immer so einzusetzen, dass er vor allen Kartuschen zum Einsatz kommt, also vor allen Filterkartuschen, weil der schützt hauptsächlich die Filter. Wenn jetzt natürlich grober Dreck in die Filter reinkommt, ist das natürlich schlecht und dementsprechend werden sie schneller nicht mehr einsatzbereit und müssen halt getauscht werden. In meinem Fall kommt der also noch vor diesen Filter hier. Und dann ist hier auch ein Schlauch mit dabei, den man ganz einfach wieder an diesen Adapterstücken, die ich euch auch nochmal kurz zeige, diese zwei Adapterstücke, die hatten wir ja auch vorher schon, die werden oben und unten am Filtergehäuse dann angeschraubt und daran sind wieder diese Kupplungen, die man dann mit dem hier einfach das anziehen, draufstecken, loslassen, fertig. Und dann ist das angeschlossen. Übrigens extrem praktisch, diese Kupplungen sind alle auch mit Gardena kompatibel. Das bedeutet, man kann die normalen Gardena-Kupplungen auch verwenden und da einfach normale Gardena-Schläuche dran machen. Das bedeutet, dieser Filter wird komplett mobil eingesetzt. Der ist einfach nur ein Zwischenstück bei dem Befüllschlauch, mit dem wir den Tank auffüllen werden. Das Gute daran ist, wir können den auch nutzen, wenn wir zum Beispiel noch weitere Wasserkanister, die wir hier mit transportieren werden, wenn wir die befüllen wollen, dann sind auch die schon mal gefiltert. Und wenn wir dann mit den kleineren Kanistern den großen Tank nachfüllen, weil das ist der Plan, dass wir das machen, dann wird danach ja auch das Wasser durch den Nanofilter gefiltert. Ich habe mich lange vor dem Thema Wasserfilter gedrückt, weil ich dachte, es wäre total komplex und umfangreich und gäbe tausende Optionen. Aber dann bin ich auf die Option gestoßen. Das klingt jetzt total wie so ein gekauftes Skript, was ich jetzt vorlesen muss. Dann bin ich auf Alpfilter gestoßen und Alpfilter ist einfach der beste Filter auf dem Markt. Aber wirklich, ihr könnt euch da gerne mal auf der Website umschauen. Mich hat das dann sofort überzeugt. Da wird das ganze Konzept von diesem Pro Camper Set nochmal erklärt und auch super mit Grafiken, dass man es wirklich perfekt versteht. Das hat mir auf jeden Fall dann echt viele Fragezeichen genommen und dann stand für mich fest, es wird ein Alpfilter oder in diesem Fall zwei Alpfilter. Den Rabattcode und auch den Link zu dem Pro Camper Set findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei. Übrigens auch auf meiner Website findet ihr immer alle aktiven Rabattcodes von mir unter dem Punkt Produktempfehlungen. Schaut auch dort mal vorbei. Auf der Website findet ihr auch mein eigenes E-Book zur Elektrik im Campervan. Also auch falls ihr da Hilfestellung braucht, lohnt es sich mal vorbeizugucken. Und es gibt auch detaillierte Möbelbaupläne meines letzten Vans, mit denen ihr den im Prinzip 1:1 nachbauen könnt. Aber auch hier jetzt die Hängeschränke, die Küche ist im Prinzip vieles, das gleiche Grundprinzip. Also auch da, wenn ihr Hilfestellung braucht, dann schaut mal auf der Seite Möbelbaupläne vorbei. Gut, und dann würde ich sagen, es geht weiter, wenn ich die Bohrer habe und wenn ich diese neuen Anschlusshüllen für die Pumpe habe. So, ich war jetzt ein bisschen filmfaul. Jetzt gerade habe ich noch den Schlauch hier vom Tankentnehmer an der Pumpe unten angeschlossen und dann auch oben an der Pumpe und eben von dort aus hier am Wasserfilter. Da war es ja praktisch, weil man diese Kupplung ja ganz einfach so lösen kann. Insofern war das ganz easy, hier den Schlauch drauf zu machen. Nur ich bin echt gespannt, ob das einfach so dicht ist. Sollte natürlich und wird auch so sein, aber wir werden es gleich sehen. Also wenn das dicht ist, ist es auf jeden Fall ein mega cooles System. Ja, und davor war ich eben wie gesagt ein bisschen filmfaul. Da habe ich noch hier die Wasserentnahme eingebaut und hier die Entlüftung in den Deckel. Ich zeige euch mal, wie das vom Prinzip her funktioniert. Man braucht dafür einen 20 mm Lochbohrer. Den habe ich hier noch auf dem Akkuschrauber drauf. Damit habe ich einfach die Löcher da reingebohrt und dann kann man das eine von unten, beziehungsweise in dem Fall habe ich so gemacht, dass ich den von oben eingesetzt habe und von unten kommt diese Mutter hier dagegen. Dazwischen ist noch der Dichtungsgummi, stimmt gar nicht, den habe ich in dem Fall hier oben dran. Ist auch relativ egal, weil das sowieso nicht wirklich mit Wasser in Kontakt kommt. Das ist eben die Entlüftung. Man könnte, wenn man hier ganz auf Nummer sicher gehen will, hier noch einen Wasserschlauch dran machen, der einfach nach oben zeigt, damit da einfach kein Wasser hochspritzt. Aber ich glaube, das wird so auch nicht passieren. Da ist es dann so, dass ich diesen Tankentnehmer von unten durchgeführt habe und dann kommt von oben hier diese schwarze Kontermutter drauf. Den Dichtungsgummi habe ich da jetzt von unten drin und ja, hier ist eigentlich das Gleiche. Da kommt ja auch nur schwappendes Wasser dagegen. Und was ich hier jetzt noch machen muss, was ich noch nicht gemacht habe, ist, dass ich hier an der Innenseite noch einen Schlauch dran montiere. So kann die Pumpe logischerweise kein Wasser ansaugen. Deshalb kommt da jetzt noch ein Schlauch dran. Den werde ich versuchen, so ein bisschen zur Mitte zeigen zu lassen und so, dass er möglichst bis zum Boden geht. Das ist nicht so ganz einfach, weil der Schlauch ja immer ein bisschen gebogen ist. Aber jetzt habe ich ja nicht so einen hohen Tank, dann sollte das ganz gut machbar sein. Wenn ich den Schlauch jetzt etwas länger lasse, aber auch nicht zu lang, dann kann er quasi schön so eine Kurve am Boden entlang machen. Genau, wenn er zu lang wäre, dann wird er sich wieder nach oben biegen, dann kann er wieder nicht vom Boden des Tanks das Wasser ansaugen. Gut, dann mache ich das noch schnell und dann befüllen wir den Tank mal mit Wasser und dann können wir alles testen.
Zum Befüllen des Tanks möchte ich natürlich auch schon gefiltertes Wasser benutzen, auch wenn wir hier natürlich gutes Leitungswasser haben, aber schaden kann es trotzdem nicht. Deswegen werde ich jetzt mal diesen mobilen Active-Filter vorbereiten und da auch noch den Vorfilter drauf machen. Gut, und jetzt kann ich den mitgelieferten Schlauch hier einfach wieder oben dran klipsen, schon dran. Und das hier kann ich jetzt einfach an meinem Wasserhahn mit Adapterstück dran machen und schon kommt hier unten das saubere Wasser raus. Ganz wichtig noch, man sollte es bei der ersten Nutzung 20 Sekunden einfach auslaufen lassen, weil da eventuell noch Kohlerückstände mit rauskommen. Und danach ist der Filter dann ready to use. Und jetzt würde ich sagen, wir befüllen mal hier den schönen Tank. Die Wasserpumpe habe ich übrigens mit einem Schalter hier am Sicherungskasten angeschlossen, damit man die auch komplett ausmachen kann. Das wäre nicht unbedingt nötig, weil diese Pumpe, das ist eine Druckwasserpumpe, die läuft nur dann, wenn Druck im System abfällt. Das bedeutet, man kann die an sich dauerhaft anlassen und wenn man dann den Wasserhahn öffnet, dann springt die Pumpe an und pumpt halt Wasser nach. Eigentlich sehr, sehr praktisch, weil man nicht jedes Mal vor der Nutzung den Schalter an- oder ausmachen muss, wie zum Beispiel bei einer Tauchpumpe. Aber der Nachteil daran ist, dass theoretisch bei der Fahrt, wenn irgendwie was undicht werden sollte und man dann ein Leck hat, dann würde die Pumpe den kompletten Wassertankinhalt leer pumpen und halt nicht durch den Wasserhahn, sondern halt dann durchs Leck, weil die Pumpe kann ja nicht unterscheiden, ob der Wasserhahn gerade geöffnet ist oder ob man ein Leck hat. Deswegen würde ich unbedingt einen Schalter verbauen und den werde ich bei der Fahrt immer ausmachen, danach anmachen und wenn es dann nur kurz läuft, die Pumpe, dann passt alles und sollte sie dann länger laufen, dann ist es ja wahrscheinlich, dass man irgendwo ein Leck hat, dann sollte man da unbedingt mal genauer hinschauen. Wir müssen vor der Fahrt sowieso hier oben auch immer unseren Tisch verriegeln, damit der nicht nach vorne rausrutschen kann und dass er halt bei der Fahrt einfach fest ist und deswegen haben wir hier einfach dann zwei Schritte, was wir hier hinten machen, bevor wir losfahren. Ja, dann schauen wir jetzt nochmal, ob alles soweit passt und dann können wir eigentlich den Testlauf machen und hoffen, dass alles dicht ist. Okay, bist du bereit? Dann drücke ich den Schalter. Ja. Pumpe läuft. Ist der Wasserhahn offen? Ja. Okay. Da geht irgendwie noch gar nichts. Inzwischen habe ich eine andere Pumpe eingebaut und dann aber festgestellt, dass die alte Pumpe gar nicht kaputt war, sondern ich habe doch von dieser GK-Kupplung hier gesprochen, dass ich gespannt bin, ob die dicht ist. Und dann habe ich festgestellt, nachdem mit der anderen Pumpe auch kein Wasser in diesen Schlauch hier gekommen ist, dass da halt doch irgendwas gesperrt sein muss. Habe mir diese GK-Kupplung mal von innen angeschaut und da ist halt wirklich so ein Stopper drin. Da steht auch irgendwo sogar Stopp drauf auf der Kupplung. Ja, und wenn die nicht richtig drauf gesteckt ist, dann sperrt die den Wasserdurchfluss und dementsprechend konnte dann natürlich auch die Luft nicht entweichen aus dem Schlauch. Und dann habe ich noch mal ein bisschen dran geruckelt, dann ist sie eingerastet und danach konnte auch das Wasser durchfließen und jetzt funktioniert es. Trotzdem lassen wir jetzt die neue Pumpe drin. Das ist eine von Siflo, nicht Schörflo, sondern Siflo. Die hat auch 11,3 Liter Durchflussmenge pro Minute wie die andere, aber dabei einen höheren Wasserdruck. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, wie das funktioniert. Für mich in meiner Vorstellung ist so, höherer Wasserdruck ist gleich mehr Wasser pro Minute. Aber scheinbar ist dem nicht so. Auf jeden Fall kommt da jetzt auch richtig gut Wasser vorne beim Wasserhahn raus, auch zum Duschen. Zeige ich euch am besten mal, wie das jetzt ist. Das Coole ist, wir können den Wasserhahn jetzt einfach hier seitlich rausziehen, sogar ziemlich weit. Und dann, wenn ich das Wasser aufdrehe, dann seht ihr den Strahl. Und hier kann ich umstellen auf Dusche. Also ihr seht, hat schon ordentlich Wasserdruck auf jeden Fall. Wir haben jetzt den mitgelieferten Schlauch doch auf der Out-Seite von dem Filter hier montiert. Und daran dann einfach so ein Gardena-Zubehör. Und damit werden wir dann den Tank befüllen, weil wir halt keinen klassischen Wassereinfüllstutzen hier hinten verbauen wollten. Und auf der anderen Seite wird dann ein Gartenschlauch angeschlossen, je nachdem wie viel Länge man halt braucht. Da haben wir uns einen 10 Meter Schlauch gekauft und haben aus dem einen 10 Meter Schlauch zwei Schläuche gemacht. Einmal mit ungefähr 3,5 Meter und einmal ungefähr 6,5 Meter und beidseitig auch einfach diese ganz normalen klassischen Gardena-Kupplungen dran montiert. Bei Bedarf kann man sich dann beide Schläuche auch zusammenstecken mit so einem Adapter, der irgendwo hier liegt. Dann hat man halt 10 Meter Länge und das andere Ende kommt dann eben einfach hier an die Innenseite des Filters dran. Hier haben wir dann nochmal den groben Vorfilter und dann geht's halt durch den Aktivkohlefilter. Falls man sich so einen klassischen Wassereinfüllstutzen verbauen möchte, zum Beispiel auch irgendwo außen im Fahrzeug oder so, damit man das doch entspannter befüllen kann, dann gibt es den sogenannten Water Twin, den blende ich euch hier mal ein. In dem Fall bräuchte man das hier natürlich nicht, sondern dann könnte man Gartenschlauch hier dran montieren und dann eben den blauen Schlauch mit der GK-Kupplung an diesen Water Twin dran machen und dann läuft durch diesen Wassereinfüllstutzen das Wasser direkt in den Tank. Das soll es jetzt aber fürs heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es für euch hilfreich war, lasst wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da wird es
noch nicht ganz um die Elektrik gehen. Ich glaube, das nächste Video wird die Standheizung, dann kommt ein Video zum TÜV und dann auch die Elektrik. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.